Wir felicitieren, Mami. Wir felicitieren deinen 31. Verjahrtag. Emanuel Effinger baut diese 1815 auf seinem Schlossgut in Kesen. Im ganzen Bernerland schießen in den darauffolgenden Jahrzehnten hunderte von Talkäsereien aus dem Boden, wo immer mehr Emmentaler produziert wird.
Jetzt beginnen nach und nach Emmentaler Tuch- und Leinenhändler im großen Stil mit dem Käse zu handeln. Und viele werden dabei sehr reich. Daher nennt man sie auch Käsebarone. Bauen die Händler eigene beheizte Gärkeller und klimatisierte Käselager. Dank der nun gleichmäßigen Temperaturen entstehen auch die typischen weltbekannten Löcher. Ja, endlich kommen wir zum Wichtigsten. So reist die Familie im April 1892 zusammen mit über 200 weiteren Schweizern mit dem Schiff Juglarus. In Juglarus kann sie eine kleine Farm erwerben und errichtet darauf eine Käserei, wo nun ihr ältester Sohn Käse produziert. Du hast die Kuh. Hier seht ihr sozusagen meine inneren Werte. Ich schlucke das Gras und Heu zuerst unverdaut. Im Vormagen, dem sogenannten Pansen, wird es zusammengepresst. Jetzt mache ich für euch einen echten Emmentaler AOP. Ich brauche für einen 100 Kilogramm Käseleib ca. 1200 Liter Milch. Diese wird weder thermisiert noch pasteurisiert. Denn unser Käse darf im Gegensatz zu vielen anderen nur aus Rohmilch hergestellt werden. Im Herstellungsprozess werden dadurch spezielle Nachweiskulturen hinzugefügt, so dass im Labor das Original von jedem Plagiat unterschieden werden kann. Ich entraume nun einen Teil der Milch und fülle sie in das Kupferkessel. Und jetzt? Ich rühre und rühre im Milchgefäß. Ich rühre und rühre die Milch zum Käse. Ich nehme für meinen Emmentaler und frische Milch regionaler Bauern und von Milchbetrieben im richtigen Heft vorgeschrieben. Ich rühre und rühre im Milchgefäß. Ich rühre und rühre die Milch zum Käse. An der Hitze ich das weiße Bad, genau auf 32 Grad. Ich gebe zur Milch nach exakten Kriterien. Krieg mal Cheese. Hab einmal Cheese. Was ist das? Cheese. Hurra! Emma? Hurra!